Los geht's. Mein Gott. Buchseite. Fahrt. Noch viel mehr als den ich angeklickt habe. Bin ich nicht in Ordnung. Wieso habe ich so viele Torturfilme für diesen Monat? War ich mehr auf Torturporno eingestellt diesen Monat? Ich dachte, ich wäre mehr auf Veröffentlichungsporno gewesen. Nimm mal was Deutsches, da kommt nie was Schlimmes bei rum. Seven Pictures Produktion, Nightlife, ne? Sind wir gespannt. Aha, das hier ist Fanta mit Zucker. Heiß. Boah, diese Kackwurst heiß immer heiß.
so geil gemacht hat. Ist schon okay. Ich esse übrigens Lilo. Der ist nicht mal. Das würde ich auch mal gerne hören. Ich habe zwar einen Freund, aber du bist halt geiler. Witzig, Fotze. Wo war das? Bei die Teufel kam Human, glaube ich, in Spielmenü. Ich glaube ja. Da gibt es doch diesen Menü-Gag. Und diese blonde Menü sagt, oh, ihre Speicherdaten sind defekt, kleiner Scherz. Die dumme Sau, du. Tja. Wenn man einsam ist, dann stellt man sich eine Kamera rein und dann denkt man, da wäre eine. Eigentlich könnte man überleben mit Kartoffelpüree und Soße. Mir fällt gerade was ein. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen. Ja, ich habe ja ne. Ach, leck mich am Arsch, diskutiere nicht. Wollte ich mal auf die Packung sehen, kleinen Moment. Nein, Moment, weil ich doch so groß verglichen hatte. Da muss ich da jetzt auf die Packung gucken, wie sich da was getan hat in der Richtung. Ja, so ein Wassermann GmbH, Postfach. 1122 Bielitz. Komisch. Ja-Produkte. Ja. Ich will es auch nicht bemängeln, aber. Fällt euch was hier auf? Seht ihr die Würstchen? Aber wieso beschweren, wenn sie doch so lecker sind? Ne? Sie sind lecker, satt. Genauso hier diese IKEA-Gläser. Ne? Ist es 0,2? Ist es 0,4? Nein, 0,35. Ich kann die Schwingen nicht anklicken, aber was Normales machen.
Und schon habe ich einen ganz langen Faden. Raukraut in der Zähne und er geht nicht aus. Na, putz uns gleich die Zähne, was soll's. Wird sowieso Zeit. Eigentlich nicht, ich habe erst. Oh, macht er nichts. Zahnseide mag ich nicht, das kitzelt so an der Zähne. Ja, ne. Also ungewohnt, die ganzen Zähne sind gemacht. Hier sind noch zwei, wo eine Kleinigkeit drin gemacht werden muss. Ah, es ist so alles noch ein bisschen, fühlt sich alles noch ein bisschen anders an als gewohnt. Ha! Ha! Alter! Boah, zu viel Sauerkraut, ich habe irgendwie, ganz viel Flüssigkeit hier. Ich hasse Donnerstag, ich hasse Sonntag, ich hasse eigentlich alle Tage. Wenigstens komme ich mir, wenn ich rede, nicht so doof vor, wenn hier eine Kamera steht, weißt du? Denn sonst rede ich auch, aber da ist keine Kamera da. Sonst niemand anders. Nee, niemand. Tja, ich hab's mir so ausgesucht. Kann davon reden. Ja, ich bin weder von Ihnen davor beleidigt worden. Bisher nicht. Mal was Neues. Ein bisschen Sauerkraut wird hier, man sieht ja, so viel ist auch gar nicht mehr über. Ich bin nicht so ein Sauerkraut-Fan. Zwar deutsch, aber da ist ja nicht, dass ich Sauerkraut fressen muss und Jode. Und jeder was an Zähnen oder so. Also überlassen wir Bayern. Mit den Brezeln und dem ganzen Zeug da. Ich wohne in NRW. Im Pott. Da habe ich keine Lust auf sowas. Was fehlt zu einem guten Essen? Einem fertigen Billigscheiß von so einem Wassermann. War im Angebot, 1,99 anstatt 2,99. Deswegen habe ich ja 10 Pakete gekauft. Darf was Süßes nicht fehlen? Und da ich jetzt kein Weingummi mehr im Moment sehen kann, weil ich hatte erst die Gummibärchen, da habe ich mir welche von genommen, dann hatte ich die Kirschen, dann hatte ich die Colaflaschen, dann hatte ich die Pfirsiche. Jetzt kann ich offiziell erstmal gar kein Weingummi mehr sehen. Deswegen habe ich mir Erfrischungsstäbchen gekauft. Und bei uns gibt es nicht einfach nur Erfrischungsstäbchen, Zitronen, Orange, sondern bei uns gibt es die mit Pfirsich-Eistee-Geschmack. Und die sind im Gegensatz zu dem Standard einfach nochmal so eine Stufe Erotik mehr. Muss ich natürlich im Kühlschrank tun, damit die auch schon kalt sind. Bei dem Wetter ist sowieso ein bisschen schwierig, gerade mit Schokolade. Die haben diesen ganz leckeren cremigen Pfirsich-Eistee-Kern. Gar nicht so viele Kalorien pro Stück. Achso. Also bei einer Portion, das sind 5 Stück, sind wir hier bei 100 Kalorien. Heute einer dann an 20. Ist sogar Fairtrade.
Das ist ja interessant. Oh Gott, wenn da jetzt Schnaps drin wäre, ne? Ah. Ja, ich trinke da nichts mehr. Oh! Das war eine Portion. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird mehr im Mund. Wenn ich die auch brauche, dann würde ich boah, fick dich doch. In den Kühlschrank tun. Und dann. Zahnpasta. Oh, das Sauerkraut ist immer noch. Das ist immer noch existent. So. Jetzt läuft mir auch noch die Nase. Und, tja, wer es bis hierhin ausgehalten hat, hast du vorgespult. In diesem Sinne.